Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren ganz neuen Unboxing-Video von mir. Und zwar möchte ich euch hier wieder einmal hier was Neues zeigen. Und zwar geht es hier um einen 24 Zoll LED-Bildschirm von Asus. Und wir haben hier das Modell VS247HR. Hier steht auch nochmal drauf LED Backlight. Full HD von 1080, 50.000 zu 1, High Contrast. Ja, dies möchte ich euch einmal hier in diesem Video hier einmal vorstellen. Und das war nämlich sozusagen als Austausch-Ersatzmodell zu meinem BenQ 2450H, den ich ja leider zurückschicken musste, weil bei dem Bildschirm war ein ganz kleiner, minimaler Pixelfehler. Also hat mich eigentlich normalerweise gar nicht so groß gestört. aber sicher ist sicher. Und bei dem Online-Shop, wo ich mir den BenQ mal bestellt hatte, E-Mails geschrieben und angerufen und dann den Fehler, den das gesagt, ja, und ich habe dann quasi jetzt diesen Asus-Monitor dann als Austausch eigentlich in dem Sinne umsonst bekommen. Und ja, ich hoffe, dass jetzt mit diesem Bildschirm alles besser ist, ohne Fehler oder sonst irgendwelche Sachen. Ja, bin einfach mal gespannt und hoffe nur, dass es auch länger hält. Sind wir einfach mal gespannt. Okay, ja, dann wollen wir das einfach mal hier aufmachen. Ich muss jetzt einmal umdrehen, weil ich habe den vorher schon einmal geöffnet. Haben wir hier sonst noch irgendwie was noch zu zeigen? Wir gucken gerade. Ja. Dann hier an der Seite steht auch noch mal hier das, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, wegen dem Licht ist jetzt ein bisschen doof. Auf jeden Fall hier noch am Schild VS247HR. Ansonsten nichts Besonderes. Ja, so. Dann wollen wir mal das Gutstück hier aufmachen. So, ich hatte schon mit Tesafilm hier kurz einmal hinzugemacht, weil ich ihn schon einmal aufgemacht hatte, wie gesagt. Mal aber hier schauen, dass wir das hier jetzt einigermaßen hier aufkriegen. Weil hier ist nämlich schon auf. So. So. Dann gucken wir doch mal rein, was hier alles dabei ist. Ich hoffe, ihr könnt hier alles sehen und erkennen. So vielleicht. Ja, wir haben dann hier einmal das Unterteil, können wir einmal rausnehmen, wo der Bildständer, also das Mittelstück vom Monitor dann hier dran kommt. Ich glaube, das wird hier irgendwie reingedreht. Hier ist dann so ein Pfeil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier so ein Pfeil und so rum geht es zu und nach links, glaube ich, auf, hier auf so ein Schlosssymbol. Ich denke dann, wenn man den dann draufstellt, dann muss man das irgendwie drehen oder am Bildschirm drehen, keine Ahnung. Naja, müssen wir mal gucken. Also das ist der Fuß. Dann haben wir hier noch, ja, so ein kleines Handbuch hier. Ich zeige das gerade mal so. Ich glaube, eine Gebrauchsanweisung soll das hier sein. Naja, was auch immer. Des Weiteren haben wir hier auch noch mal einen Quick Start Guide vom Asus LCD Monitor. Ja, zu den Anschlüssen hier HDMI, VGA und DVI, das will ich euch dann auch gerne noch mal zeigen. Dann wurde hier mitgeliefert zwei Kabel, zum ersten, ja, wie immer, das alte
VGA. Natürlich auf beide Seiten hier. Können wir auch noch einmal schnell gucken. Ja. Dann haben wir hier noch das DVI-Kabel. Das ist ein DVI, soll es hier sein. Ja. Wie jeder kann, wenn es aussieht, das packe ich jetzt nicht extra aus. Und dann haben wir hier hinten dann noch das Stromkabel dazu. Ja. So, sonst haben wir hier nichts mehr weiter. Jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil. Muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier nichts beschädigen, weil so ein Bildschirm schon sensibel, da sollte man immer so ein bisschen aufpassen. Ja, gucken wir jetzt mal, wie wir das am besten hinkriegen. Schauen wir mal. So, jetzt kann ich es hier ein bisschen heben. So. Kann man das hier hinstellen. Und das können wir alles mal hier einmal runternehmen, vorsichtig. Ja. So. Das hält jetzt so. Bin schon mal gespannt alles hier. So. Dann können wir das hier auch nochmal kippen. Alles vorsichtig hier. Können wir das hier auch einmal. Oh, oh, oh. Hier mal ein bisschen festhalten. Das hier auch rausnehmen. So. Dann haben wir hier noch die Folie, die werden wir auch jetzt hier einmal hier wegmachen. So, alles ganz vorsichtig. So. Und dann werden wir den hier einmal auch wieder vorsichtig. So, das einfach mal hier alles weg. Ja, ich würde das alles jetzt mal hier so im Karton hier mal so liegen lassen, damit auch hier nichts passiert. Deswegen jetzt mal hier das Unboxing im Karton, des Kartons, wie auch immer. Ja, hier haben wir auch schon das gute Stück. ...24 Zoll, mit einer Bilddiagonale von 60 cm. Hier steht es auch nochmal drauf, 24 Zoll, ja. Hier steht auch nochmal HDMI zu den Anschlüssen. Hier auch nochmal der Name VS247HR. Das erste ist nicht zu erkennen. Voll HD von 1080 und die ganzen Sachen hier, HDCP. Ja, vieles, vieles mehr. Und hier auch nochmal hier den Ein- und Ausschalter und die ganzen Einstellungen, Menü, für Bildhelligkeit und sowas kann man sich dann alles einstellen. Ja. Und die Anschlüsse werde ich euch jetzt auch zeigen. Und so, dann drehen wir es einfach mal hier um. Und so. Die befinden sich nämlich, so, auch hier müssen wir vorsichtig sein, hier auf der Rückseite, hier haben wir den Stromanschluss, hier die ganzen Anschlüsse HDMI, DVI und VGA. Haben wir sonst noch was? Hier haben wir noch einen Kopfhöreranschluss und dann hier noch die Lautsprecher, ja, ansonsten ist hier nichts mehr und dann hier noch dieser das Mittelstück, wo dann der Fuß rankommt, was ich euch gezeigt hatte eben. Ja. Das dann einfach mal alles dazu. So. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde jetzt mal den Bildschirm erstmal hier vorsichtig reinlegen. So. Zeig jetzt auch nochmal, was alles dabei war zum Schluss. Jetzt lassen wir hier nochmal das Stromkabel, das lege ich mal hier hinter.
VGA und DVI. Dann hier nochmal der Fuß. Den legen wir jetzt einfach mal hier so hin. So. Ja, und dann hier, wie gesagt, der Start. Quick Start Guide. Den haben wir hier mal drauf. Und dann ein anderes kleines Handbuch, was auch immer sein soll. Ja. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass, was ja auch schon hier in den Unboxing eines 24 Zoll LED-Bildschirms von Asus VS247HR. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über eure Kommentare. Bewertet mich, abonniert mich und ansonsten bedanke ich mich hier noch fürs Zusehen und Zuhören und ich bin raus und sag ciao. Ja, noch kurz einmal zurück. Ich habe nämlich vergessen, noch etwas zu erwähnen. Und zwar, eventuell gibt es auch noch zu diesem 24 Zoll LED-Bildschirm von Asus ein Review. Das heißt, dass ich den dann bei mir am Schreibtisch aufbauen werde. Und dann gibt es da nochmal ein extra Video, um zu sehen, wie die Bildqualität so ist. Und dann zeige ich euch die ganzen Menüs, was man da so alles einstellen kann. An den ganzen Bildoptik und das Weiteren. Ja, ich habe es hier nicht gerade schon eben wieder alles eingepackt, wie man hier sehen kann. ja, also will ich vorschlagen, sehen wir uns dann im den nächsten Video im Review dann wieder zurück. Also bis dahin, ciao!